Tage des Cupfinales, das ja Sturm gewonnen hat. Es sieht hier so aus, dass Admira noch ohne Sieg ist. Bräutigamer Sturm auf der anderen Seite wieder liegt schon 7 Punkte hinter der momentan führenden jungen Mannschaft der Wiener Austria. Es wird also Zeit, Punkte zu machen. Man hat ja in der Südstadt Erfolgserlebnisse in der letzten Zeit gehabt, 4-mal en suite gewonnen. Das heißt, dass Trainer Ivica Osin in der Südstadt noch nie verloren hat. Es gibt vielleicht heute ein bisschen ein Handicap. Giuseppe Giannini ist gesperrt, fällt aus, aber mit Roman Melich, da hat der Trainer Ivica Osin, da haben wir schon den Roman, mehr als einen Ersatzmann für Giannini parat. ...1600 Zuschauer sind in die Südstadt gekommen und er ist neu bei der Mannschaft des SCN Admira Wacker, nämlich Helm. Und er hat gleich eine schwierige Aufgabe, nämlich er muss gegen Markus Pürk spielen. Eine ungewohnte Aufgabe auch für Michael Binder, denn er ist der Manndecker für Ivica Vastic. Pürk, da hat er sich gleich einmal gelöst. Der SC Bräutigamer Sturm ein bisschen aggressiver zu Beginn. Noch einmal diese Möglichkeit für Pürk. Uwe Müller übrigens Libero statt des gesperrten Eigner. Er wirkt nicht wirklich zufrieden, obwohl er gute Aktionen seiner Mannschaft sieht. Wieder Pürk. Und Schwerarbeit für Torhüter Wolfgang Knall. Er scheint die Bilanz seiner Mannschaft gegen Sturm zu genau zu kennen, Trainer Gager. Nur allmählich kommen die Niederösterreicher auch besser ins Spiel. Hier Narbekovas. Arminas Narbekovas, er soll die Fäden ziehen. Hier verzieht er diesen Schuss. Großen Szenen eher selten in dieser ersten Hälfte. Pürk und Grasler schaufelt den Ball über das Tor. Vastic, da löst er sich einmal vom Binder. Guter Pass, Prilasnik. Und die Selbstanklage, Marke Prilasnik. Sehr schöner Pass von Vastic, der nicht wirklich Sturmspitze, sondern eher aus dem Mittelfeld kommend spielt. Er zeigt die Richtung an, schaut, dass er einmal in die gegnerische Hälfte kommt. Tatsächlich attackiert der SCN Admira Wacker jetzt ein bisschen früher. Eckball. Klaus, das wäre was gewesen. Mit der ersten wirklichen Chance ein Tor, aber der Ball knapp über das Tor. Ivica Osim, er findet zum Kopfschütteln, was seine Mannschaft hier abliefert. Foul an Narbekovas. Macht er ganz elegant. Der in Litauen geborene Österreicher. Und dann zeigt er auch, dass er über einen kräftigen Schuss verfügt, aber so ungenau der Freistoß von Narbekovas. Und im Konter Sturm und hier wird Pürk zurückgepfiffen. Mit dieser Entscheidung ist er nicht einverstanden, beschwert sich bei Schiedsrichter Birkmann, einem Tischler, und der weiß, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auch bei dieser Aktion harte Attacke an Torhüter Goriup. Aber da gab es einige Orientierungsprobleme in der Sturmabwehr. Ach,
zum Abschluss der Hälfte noch dieses Duell, Grassler gegen Narbekovas, und Nachwuchs für den Trommler, für den größten Südstadt-Fan. Trommelfeuer war es keines, das die Niederösterreicher abgeliefert haben, und auch nach der Pause beginnen die Steirer stärker. Großartiger Schuss von Neukirchner und großartig die Reaktion von Torhüter Wolfgang Staller. Fantastischer Reflex des Torhüters. Das Tempo jetzt höher. Guter Kopfball von Rosenegger, der jetzt gekommen ist. Und dann nach Bekovas, und er zögert zu lange. Und er weiß, da hat er die ganz große Möglichkeit vergeben. Dann bringt Ivica Osim Haas für Pürk. Prilasnik mit einem Kopfball. Niedersen, Haas, er nützt seine Schnelligkeit aus. Vastic ist mitgekommen, aber der Pass kommt für Niedersen, und das bedeutet das 1:0 in der 65. Minute. Das erste Tor von Niedersen für Buntigamer Sturm. Ein sehr schön herausgespielter Treffer. Und Haas mit seiner Schnelligkeit und seiner Übersicht hat er diesen Treffer vorbereitet. Haas schaut Vastic von zwei Mann gedeckt, und der Pass nach hinten ideal auf den aufgerückten Libero. Wieder Haas, und diesmal macht er selber 2:0 in der 71. Minute, und da freut er sich, sein Tor beim Comeback. Binder im Netz gefangen, und Haas freut sich über seinen Treffer zum 2:0. Sehr schön gemacht, wieder die Schnelligkeit ausgenutzt, und das 2:0. Einfach drauf geknallt hat er hier. 2:0 für die Grazer. Jetzt löst Admiravacker, oder der S10 Admiravacker, die Abwehr auf, nämlich den Libero. Uwe Müller geht ins Mittelfeld, nur noch zwei Manndecker, und damit viele Chancen. So schön kann Freude über ein Tor sein. Er schaut dennoch nicht ganz glücklich, Ivica Osim, weil jetzt auch einige solcher Chancen vergeben werden. Vastic auf Haas, und das war mehr ein Rückpass als ein Schuss. Die beiden Trainer, die Minen drücken nicht aus, wie es steht. 2:0 aber für Buntigamer Sturm. Vastic wartet lange, und Gambaro, das 3:0 in der Schlussminute. Auch für ihn das erste Tor. Italienische Begeisterung jetzt auch ohne Giannini bei den Grazern. 3:0 durch Gambaro. Auch dieses Tor sehen wir natürlich noch einmal. 3:0 gewinnt Sturm in der Südstadt, und der Mann des Tages war sicherlich Haas. Wir haben, wie man gesehen hat, in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen gehabt. Wenn wir die, glaube ich, hineingebracht hätten, wäre es sicher anders abgelaufen, erste Halbzeit. Aber leider war es nicht so. Darum bin ich in der zweiten Halbzeit hineingekommen und habe eins aufgelegt, eins selber geschossen, und das hat gereicht. Darf man sich mit dem Mario Haas freuen? Der Einstand eines Goalgetters. 0:3 und richtiger Tipp 2, wie Sie es hier schon ablesen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Spiel, zum Spiel Rapids